So. Wir sind mitten im Gebiet. Wir haben fast alle Nebenmissionen durch hier, ne? Wir haben sogar alle Nebenmissionen durch. Krass. Wir machen aber Jagdkumpanen mal weiter. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Karagor kommt. Schnell weg hier. Habt ihr das gut? Endlich bin ich frei. So, hoch da. Und du kriegst auch einen. Zack. Ein bisschen actionreich starten hier heute Morgen. Heute Morgen vor allem. Heute Abend meine ich. So, Jagdkumpanen. So. Jagdkumpanen. Thorwin wird dir noch viel mehr über die Bestienjagd beibringen, bevor du bereit bist, dich dem großen weißen Graub zu stellen. Dann machen wir das. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Sicher? Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Eine persönliche also, Sache. Was nun? Eine weitere Lektion für dich, Jungchen. Vielleicht kommst du diesmal ohne Narben davon. Ja. Also, welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Mhm. Auf Kräbein schießen als Vorbereitung für den mächtigen Grauk? Du willst Grauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Mhm. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Grauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Okay. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Grauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, führe ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk nagt, schleich dich an die Bestie ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauks nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Mhm. Ich soll mich an die Bestie heranfirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Okay. Warum gehen wir so weit weg? Da ist er. Was für deswegen. Ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Einführung Grauk bluten lassen. Halte RT gedrückt, um dich an einen unaufmerksamen Grauk anzuschleichen und drücke X, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Grauk massiven Schaden zu und lockt Karagor an. Ah.
Okay. Er hat mich gesehen. Echt jetzt? Ja, ich hab's verstanden. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Behörnte Grauk, wir lesen gleich mal. Gleich mal lesen hier. Behörnte Grauk sind selten und können über 20 Fuß groß werden. Nur wenige von ihnen leben noch in freier Wildbahn und noch weniger sind in Mordor anzutreffen. Aufgrund ihrer Größe, ihrer schieren Kraft und Wildheit sind sie vor allem gegen Biestern in Mordor gefürchtet. Einen dieser Riesen zur Strecke zu bringen, wenn überhaupt möglich, erfordert einen erheblichen Aufwand. Denn sie sind außerordentlich zäh und widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Waffen. Diese Grauks sind mächtig genug, um in Mordors feuchten und stinkenden Höhlen zu hausen und diese voller Grausamkeit bis aufs Äußerste zu verteidigen. Nett. Die Einführung und Tipps, das scrollen wir einfach mal durch hier. Zweiter Schritt, Jungchen! Das Blut lockt Karagor an! Spring auf, bevor sie auf dich springen! Du bist so schnell! Lass sie von ihm jagen! Ich erwarte dich! Das wird vielleicht ein Ritt. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Shit, wie war denn nochmal? Oh nein. Wie war denn nochmal das Zähmen direkt? Karagor, das müsste irgendwo unter C sein, würde ich sagen. Käfige, Karagor anlocken, neuer Feind, Karagor Angriffe, Grauk bluten lassen. Oh, wo ist denn das? Shit. Karagor Jäger. Ach, genau. Fähigkeit, Sprungangriff eines Karagors zu kontern. So war das, genau. Hat er ja gut gemacht. Karagor bin ich zu langsam. Ach, nimm mir den da einfach. Uiuiui. Ich hilf und du, Jungchen, schießt ihm in den Kopf. Das klingt recht einfach. Aufsitzen, hey, du! Ich habe schon größere Grauks erlebt. Da war ich noch ein Junge. Und mein Bart reicht. Schieß ihm in den Kopf. Fähigkeit freigeschaltet, Graukjäger. Du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Grauk aufzusteigen. Näher dich dem betäubten Grauk und drücke RB, um auf ihn aufzusteigen. Du kannst auch RB drücken, um einen betäubten Grauk von oben zu besteigen. Okay. Ich habe eine Idee. Na klar. Thank you.
Draugangriffe. Grau können Feinde in der Umgebung angreifen. X. Sie können außerdem Uruks greifen. Y. Und essen, um Gesundheit zurückzuerhalten. Oh, das ist gut. Karago, upsala. Leckri. Oh, noch ein. Ende durch den Stich meiner Klinge. Töte den Grauk. Oh Mann. Wie kann ich den jetzt? Er wählt auf den Karol R, T und B, um dein Reittier zu töten. Okay. Oh Mann. Und ja, es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, einen Grauk zu reiten. Etwas Improvisation schadet nie, was? Na gut, Jungchen, das war's. Du hast Instinkt, Köpfchen, Respekt. Das Training ist vorbei. Du hast Schneid. Und jetzt machen wir uns die Hände schmutzig. Ja. Jetzt hat er Bock. Jetzt hat Talion Bock. Alter Schwede. Sehr cool. Jakoban abgeschlossen. Die Festung des Mordors scheint diesem Zwerg nichts auszumachen. Die sieben Ringe der Macht haben die Zwergenkönige nicht zu Geistern verwandelt, wie es die neuen Ringe mit den Menschen taten. Sie sind unbeugsam wie Stein und können nicht durch das Böse beherrscht werden. Deshalb schwor Sauron, sie zu vernichten. Okay. Das heißt also, Sauron hatte Angst vor denen, oder was? Kann man das Angst nennen? Nee, eigentlich nicht, ne? Nicht so gelangt. Marku, der Schänder. Wie der alte Schänder wieder, ja? Um das wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Hä, ich hab doch Y gedrückt. Warum hat er denn nicht geblockt? Oh, du Drecksvieh, ey. Wir waren direkt tot. Wir waren direkt tot. Krass. Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Mit euch hier. Du bist tot.
mindestens. Nohuk Ausgeburt. Ja, sieht auch ein bisschen so aus. So, mein Bester, ich bin weg. Halte ich es aber. Ich weiß es genau. Halte werde ich ihn töten. Was war das für ein Geräusch? Ah, da! Wir werden dich in Stände halten. Ja, wo sind die? Ja, wo sind die Dings hier jetzt hin? Die Ghule? Die sind jetzt einfach da geblieben, oder was? Wie bescheuert ist das denn? Auf einmal waren die weg. Bescheuert! Bruder, ich bin weg. Einfach, ja, ich bin einfach weg. Tschüss. Tschüssinger Chausen. Der große weiße Grauk. Thorfinn ist bereit, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Ja, wir auch. Wir sind auch bereit, uns seiner Vergangenheit zu stellen. Achtung, Jungchen! Na toll. Ein tödlicher Jäger braucht ein tödliches Reittier. Vorsicht! Ich bin bereit fürs Mittagessen. Lass den Bastard auf dich losgehen. Du musst ihn brechen. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Hier ist er. Oh, echt jetzt? Weil er nicht aus dem Arsch kam. So kurz es auch sein mag. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorwin tun? Andere Richtung. Am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Ich bin bereit, gegen den Grauk zu kämpfen. Und genau das wirst du tun, kämpfen. Ohne Kunst, ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Okay. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Der Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Nein. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Das werden wir sehen, Kollege. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Thorwin dem Jäger erzählen. Mit Sicherheit. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Okay. Oh. Die Karago sind zu ruhig. Ich glaube nicht, dass der Grauk zu Hause ist. Dann gehen wir rein und warten. Ein Hinterhalt.
wie militärisch. Gefällt mir. Mal schauen, ob wir ihn wirklich überraschen können. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Nein. Jetzt darf ich mich mit ihm rumschlagen. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ach, auf einmal oder was? Boah, das hat auch eben schon gelernt. Schieße dem Angreifer Graug in den Kopf, um ihn zu verwirren, und weiche ihm dann aus. Boah, ey. Thank you.
eben geschossen, verdammt. Alter Schwede. Aber spannend. Selbe Stelle nochmal. Er ist wohl tot. Das nenne ich mal eine Graukjagd. Ja, in der Tat. Nächstes Mal lasse ich dir nicht den ganzen Spaß. Oh, nein, nein, nein. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also, wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torvin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst... Such mich bei den blauen Bergen auf. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte. Wie bekomme ich dich jetzt hier raus?